Okay, kurz die Lautstärke angepasst. Ich glaube, der Ingame-Sound war zu leise ein bisschen. Er sagt Nels auch, ich bin Clubfuß mit einem enorm großen Fuß. Das ist ja drollig. Mein ganzer Stolz ist, solltest du versuchen, meine Schuhe zu stehlen, dann darfst du ihn vor Namen bewundern. Das habe ich ja schon gespürt. Aber die passen dir noch gar nicht. Nun, du bekommst sie jedenfalls auch nicht. Boah, das ist ja nett. Also, wenn ich sie nicht krieg... Was? Ah. Ja, okay, das war wohl nötig. Wenn's Eier nicht tun, tun's eben Steine. Eissteine. Mein armer riesiger Fuß. Wo ist der erste Hilfekasten? Ja, such ihn mal schön. Mir gehören jetzt diese Schuhe jedenfalls. Mit denen ich dann hoffentlich da hinten hochkomme. Hier rechts käme ich doch auch hoch, oder? Gehe ich richtig? Nein, ich gehe total falsch. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ja, genau. Obwohl ich auch unten rumgekommen, glaube ich. Moment. Ja gut, ich wollte jetzt erstmal das hier freischalten. Das ist gerade wichtig. Warum habe ich eigentlich immer so wenig Honig? Was soll der Kack? Der gibt mir auch keine. Ein Dreck. Die Welt ist so übelst riesig mal wieder. Das gefällt mir sowas von gar nicht. Da freue ich mich schon richtig auf Banjo-Kazooie, wenn ich das Let's Play. Da die Welten sind schon übersichtlich. Da weiß man genau, was man tut, wo man hin muss. Ist halt auch mehr ein Kinderspiel im Gegensatz zu dem hier. Was einfach echt nur für die Überpros ist. Und ich möchte jetzt mir nicht unbedingt heraussehen, weil ich der Überprofi hier bin. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so schlecht. Sonst würde ich das Spiel hier nicht schaffen. Und ich werde hier so lange dran rumversuchen, bis ich es geschafft habe. So viel sei mal klar. So, wie weit geht das denn noch hoch? Bis hierhin? Da sind wieder neue Schuhe. Und vor allem ist da ein Haus, okay. Ich meine, es sind hier Honigwaben. Dann komme ich jetzt vielleicht schon zum Boss. Das wäre geil. Ja, das sieht gut aus. Ich denke mal, ich brauche Feuer jetzt. Brauche ich nicht Feuer? Weil hier Eis ist. Das wäre logisch. Ich war eh fast voll. Oh ja. Erik Eis. Eiskalter Drache. Ich habe jetzt gar nicht mitgelesen, wie der andere hieß. Aber der hieß bestimmt so ähnlich. Nur mit Feuer. Du bist bestimmt der Pizza-Junge, Meier. Das kenne ich doch. Er hat versucht, uns zu fressen. Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte. Ich habe eine Sardellenpizza bestellt. Ja, fesch, wir haben keine. Natürlich hast du eine. Gib mir meine Pizza. Ja, jetzt habe ich auch Hunger. Aber witzigerweise habe ich vorhin gerade Pizza gegessen, also macht das nichts. So, Feuer. Nochmal grüne Zunge. Aua, das brennt. Du bist kalt genug. Das kannst du schon ertragen, oder? Lass mich mal probieren. Ja, ja. Das glaubst auch nur du. Ich bleib mal hier am Anfang. Da muss ich nachher nicht so weit zurücklaufen. Wenn das funzt. Wie ich mir das vorstelle. Nein, geht nicht. Ich muss die nächste benutzen. Sehr blöd. Aber wie gesagt, sehr einfach. Und irgendwie trifft er mich nicht. Und ich war zu langsam. Cool. Und ich war wieder zu langsam. Und nochmal zu langsam. Und nochmal zu... Fick dich doch, du scheiß Drache. Ey, jetzt hat er mich auch geowned. Und hier geht's wieder nicht. Soll ich gerade mal mich aufregen? Ich bin echt zu schlecht. Ich glaub's gerade nicht so wirklich, dass ich gleich tot bin. Jetzt muss ich schön aufpassen. Und gleich zum nächsten... Ja, ja, ja. Das war so gemein, der hat mich so gekriegt. Ey, das Spiel ist so hammerhart schwer. Und ich starte wieder hier, ja wunderbar. Irgendwo gibt es auch ein Warpfeld, denn ich habe das zum Glück in der Eiswelt. Seht ihr, wie wichtig das war? Zum Glück habe ich das aktiviert, sonst müsste ich den ganzen Scheißweg wieder laufen. Eisseite, obere Ebene. Zwei riesige Welten in einer.
Da werde ich noch richtig schön Spaß haben. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, ich brauche so ungefähr 70 Puzzleteile insgesamt, um dieses Spiel zu schaffen. Ungefähr, ich werde nochmal nachgucken später im Level-Freischaltraum. Und das würde bedeuten, ich brauche jetzt noch 21 Noten. Gar nicht gesehen. 21, ja komm. 21 Puzzleteile. Das eine kriege ich wahrscheinlich gleich, wenn ich den Boss besiegt habe. Und dann fehlen nur noch 20. Mal gucken, wie lange ich dafür noch brauche. So, zum Glück ist der Typ hier noch weg. Und gleich werde ich auch nicht mehr von diesem Dino belästigt. Das nervt so. Man kann nicht mal stillstehen hier. Jetzt sollte ich ihn aber schaffen. Ich weiß ja jetzt, wie er funktioniert. Kann ja nicht angehen. Das Wetter sieht nicht so gut aus. Ziemlich trübe Wolken. So. Brauche ich noch einen? Nicht runterfallen, du blöder Bär. So, sind wir wieder hier. Und jetzt bitte kein Scheiß. Bringst du mir jetzt meine Sardellenpizza Deluxe? Nein. Dann kaue ich eben nochmal auf deinen Knochen. Bitte nicht, das tut weh. Klappt das jetzt? Ich glaube, ich muss einfach nur richtig treffen. Vielleicht hat es vorhin auch geklappt. Ich habe nur nicht gescheit gezielt. Dann riskiere ich mal und bleib nochmal hier. Ich nehme an, ich habe einfach das Loch nicht getroffen vorhin. Ansonsten einfach mal aufpassen und dann kann ich zum nächsten. Ja, es geht tatsächlich. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich das versaut habe. Beim letzten Mal. Ansonsten, wenn man hier nicht einmal getroffen wird, dann ist es so einfach. Aber sobald man einmal. Oh, jetzt ist es weg. Sobald man einmal getroffen. Oh. Getroffen ist. Ist man total am Arsch. Jeder Fehler wird hier aufs Gröbste bestraft. Jetzt duckt er sich auch noch. So ein unfairer Sack. Ich hab Dinos ja noch nie besonders gemocht. Die sind immer so fies. Wobei der mir eher wie das Monster von Loch Ness aussieht. Komm, schieß. Zweit. Und das dritte war leider nix. Mhm. Nein, nicht wieder reinfallen in diese Falle. Vielleicht muss ich noch einmal treffen, weil, keine Ahnung. Ich bin immer selber gleich tot. Leider noch nicht tot. Mein Herz, ich habe so Angst vor dem Typen. Die Zunge ist so leicht auszuweichen, aber wenn man einmal reinfällt, dann ist man am Arsch. Ah, dieses Spiel. The World Hardest Game. Ja, jetzt bin ich tot. Jetzt, nein, bin ich nicht. Schwein gehabt. Jetzt bin ich tot. Wieso habe ich so viel Glück? Vorhin habe ich es nicht geschafft. Wundert mich selbst ein bisschen gerade. Ich kann ja schon froh sein, dass ich nicht diesen Kanonen relativ sicher bin und nicht getroffen werden kann. Das ist auch nicht selbstverständlich für dieses Spiel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der wird auch nie müde. Und ich aber. Ist er nicht irgendwann mal tot? Das kann doch nicht sein. Der lebt ewig weiter. Vielleicht muss ich alle Kanonen aktiviert haben. Ach, da sehe ich es doch unten rechts. Ich bin so blöd. Einmal noch. Weil ich nie auf diese Anzeigen achte. Hat aber echt ziemlich viel ausgehalten. Aufhören, ich will keine Pizza mehr. Ich gehe wieder lieber ins Restaurant. Warte, du Frostball, jetzt haben wir euch beide besiegt. Wie sieht es mit einer Trophäe aus? Eine Trophäe, so, wie wäre es hiermit? Endlich, es hätte ruhig auch zwei Puzzle losgeben können. Ziemlich geizig das Spiel, das wissen wir ja inzwischen. Oh Mann, endlich habe ich dieses Kack-Puzzleteil. In welcher Richtung liegt der freien bla. Der hat einen komischen Körper, aber einen ziemlich langen Hals. So, schnappen wir uns das Puzzleteil. Das haben wir jetzt echt redlich verdient. Meine Fresse.
Dankeschön. Damit habe ich die 50. Es fehlen wahrscheinlich noch so circa 20, dann können wir das Spiel beenden. Endlich. Speichern mal. Kann ich nicht, kann nur beenden. Na gut, dann mache ich ein Save State. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin.